Kommt die Sonne raus. So, das ist der Gewerbeverein Ötheim und die Mitglieder des Gewerbevereins Ötheim heute eine ganze Menge auf die Beine gestellt haben. Und zwar, wir beginnen jetzt hier mit der Eröffnung. Geöffnet hat aber auch der Edeka-Markt Ilshöfer heute den ganzen Tag. Und ich weiß es nicht, Steffen, ab wie viel Uhr fährt die Bahn? Ja, also es wird auch eine Verbindungsbahn geben, eine Bimmelbahn, die natürlich kostenlos ist, die die Verbindung zwischen dem Edeka-Markt Ilshöfer und hier mit dem Marktplatz, da wird es immer eine Verbindung geben. So, wir werden auch eine Hüpfburg heute noch haben, neben dem Karussell. Dann haben wir heute natürlich ein ganz besonderes Ereignis. Wir haben es geschafft, Open Dorf hier zu kriegen. Ja, herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Maifest hier auf dem Marktplatz, zum Maifest des Gewerbevereins. Und deswegen als allererstes ein großes Dankeschön an die Mitglieder des Gewerbevereins, allen voran der Vorsitzende, Herrn Stefan Göll, dass sie auch in diesem Jahr, und das ist jetzt das 15. Mal seit 2003, dass sie das Maifest, früher hieß es Maibaumfest, ausrichten. Aber es ist die Chance, der anderen Leute, die uns heute hier besuchen, zu zeigen, dass die Ötheimer auch bei dunklere Wolke feiern können. Und ich denke, das schaffen wir. Und wenn Open Doors nachher hier singen, dann gibt es auch eine gute Sache. Und zur Speis und Trank, die wird auch bestens gesorgt. Hier in altbewährter Manier, der DLRG, beim Edeka unten, der Herr Lützhöfer hat auch was vorbereitet. Spanferkel habe ich mir sagen lassen, ist auch nicht zu verachten, werde ich nachher auch probieren. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Mai und dass Sie uns die Festsaison jetzt einweihen. Getränke? Bier? Ja. Zählt nicht zu normale Getränke. Nee. Aber mehr leider auch nicht. Hier gibt's Wein von der Schlosskellerei auf Albrach, Dr. Baumann. Rotwein, Weißwein, Rosé, verschiedene Sachen.
Das ist ein lieblicher. Lecker Obst vom Edeka gibt's heute. Lecker Obst? Ja. Mit Liebe zubereitet. So ist. Hallo Herr Koch. Probieren Sie doch mal. Dein Patsch endlich. Eine neue Filme. Hallo, was macht der da? Der weiß ja schon alles dann. Boah, jetzt hat er geschummelt. Geht's ja gar nicht. Sehr gut. Das ist falsch, okay? Hast du Schiss? Ja, Mist. Vier richtige und da gibt's von mir einen Zapperschläger. Das kriegst du von mir. Und dann gibt's noch ein Regencape. Bitte immer ganz brav bei Rewe einkaufen und tragen. Das ist ganz wichtig. So, ja, so. Noch freundlicherweise einen aussuchen. Das ist nicht vom Spanferkel, oder? Nicht vom Spanferkel. Kaffee im Angebot. Ja, Kaffee und Kuchen. Das ist bei dem Wetter besser als Bier. Da haben wir auch gebacken. Könntest du schreiben? K&U hat hauseigene Bäckerei. Wir machen alle Sachen selber. Auch die Torten werden von Konditor gemacht. Ja, die Schokolade im Hintergrund. Schwarzwaldlimo hier mit Mineralwasser, gute Fruchtscholle, Apfel, Kirsch, Johannisbeer, Blutorange, Bitter Lemon, Limette, Ingwer, alles. Auf Bauer. Ja, ja. Dann hat jetzt halt noch schöne Bilder von uns gemacht. Ja, logisch. Anders oder ist was Besonderes? Also wir haben hier im ganzen Laden 10%. Ne? Dann haben wir draußen, jetzt heute Mittag das Mittagessen mit dem Spanferkel, dann fährt die Himmelbahn durch Ölthein durch. Würst du einschneiden für den Grill draußen? Die sind ja richtig schnell. Ja. Nehmen wir die Pfanne. Ja. Können wir gleich nochmal hochbraten. Zwei Bratwurst, einmal Pommes, einmal Kartoffelsalat. Biber vom Sperrfechter Freizeitpark. Wo kommt das hin? In der Zeitung? Runter. So feiert der Open Doors, gibt es auch Sekt bei uns. Und wer viel Spaß an der Open Doors hat, der darf hinterher noch eine Spendenbox was rein. Da freuen wir uns alle sehr. Wo ist sie denn hin? Viel Spaß mit Open Doors. Mal nicht daran, denk wieder mal, dass ich nichts kann.
denn das ist immer weiter, weiter. Suchen Sie sich den Platz, dass Sie die Person, die Ihnen am besten gefällt, auch gut sehen. Also ich wäre definitiv nicht hier. Ich komme heute Morgen von Rot am See, da war also trocken und es war ansatzweise fast Sonne ein bisschen durch. Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Die Geschichte mit der Spendekasse, die hat mich erinnert an die, da ist ein Opa mit dem Engele in die Kirche gegangen und als das Engele dann heimgekommen ist, hat die Oma gefragt, na, wie war es denn in der Kirche? Also, oh, war ganz gut, aber am besten gefallen hat mir es, wo da der Korb rumgegeben wurde, ist, da haben wir auch was rausgeholt. Wir können Deutsch und Englisch. Englisch deswegen, weil wir original Engländer dabei haben. Und auch, weil man ja Rücksicht nehmen soll auf zugewanderte Leute. Deshalb singen wir hin und wieder auch ein Englisches. Also wenn Sie den Text nicht verstehen, ist scheißegal, wir verstehen auch nicht. Ist ja einfach beim Chor, das ist so ein Suchspiel. Da sind zwei dabei, die können die Lieder überhaupt nicht, die sind nagelneu. Wenn sie drei kennen, zehn, die Lieder nicht kennen, dann haben sie uns peinlich erwischt. Aber wenn sie die zwei rausfinden, dann kriegen sie nachher einen Preis. Eine Currywurst, oder? Ja, auf Chorkosten. Also einer, der Sieger. Ja. Wir spielen Franz Beckerbauer, weil man weiß, das Geschwätz von vorhin. Do-d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 o
was ich denn des, was ich denn des. Ja, was haben die denn da gesehen? Kuckuck, ich habe eine UFO gesehen. Kuckuck, da lieber am Baldusplay. Helfen und wir sitzen dann erstmal zusammen und dann hat die Bärbel einfach mal die Gedanken aufgeschrieben und dann hat sie ein ganzes Heft gebraucht, um die Gedanken in Liedform zu bringen. Und am Schluss sind es nur ein paar Sätze. Wenn sie ihnen fallen, singen sie mit. Wenn sie sie nicht kennen, machen sie es wie ich auf la la la, na 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 oder so irgendwie. Mal sehen. Lebt mit Herz heißt das Lied. Mir selber gefällt es ganz arg. Gibt es auf der CD. Ja.